mir auch nochmal einen wunderschönen guten Abend für den Abend heute. Heute der Schwerpunkt ein bisschen anders. Ich habe schon mir vorhin noch so spontan so der Titel eingefallen, freiwillig Steuern zahlen. Einmal mit einem großen Fragezeichen natürlich, weil es gibt ja im Moment gerade wieder viel Diskussion um dieses ganze Steuerthema, Steuer-CDs ankaufen, illegal und damit dann Recht schaffen, ist dann auch immer so eine Frage. Aber die Frage ist, warum wird es nicht freiwillig gezahlt? Weil wo ist der Mismatch, dass Leute eine Verpflichtung in der Gesellschaft fühlen, eine Verantwortung für die Gesellschaft und damit ja auch wieder der Gesellschaft beitragen? Weil das ist eigentlich der Gedanke irgendwo, der hinter Steuern zumindest gesteckt hat, vielleicht auch noch stecken sollte, heute vielleicht, zu sagen, wenn ich in einer Gesellschaft lebe, die mir auch viel zur Verfügung stellt, weil wir haben kostenfreie Bildung, wir haben ein sehr umfassendes Gesundheitssystem, wir haben Infrastruktur, die über viele Jahre, ja bald Jahrhunderte aufgebaut wurde, auch immer wieder. Und die Frage ist, warum fühle ich nicht die Verantwortung, dass ich freiwillig einen Teil von dem, was ich habe, abgebe? Vielleicht ist es zu viel, vielleicht ist dieser Block, der da in unterschiedlichster Form gefordert wird, einfach so zu sagen, wieso, warum ausrechnet ich? Und da ist eben schon so dieses Bild, wo das Ganze anfängt. Das heißt, was für eine Gesellschaft wollen wir leben? Wie ist mein Bild von meinem Nachbarn? Wie viel Vertrauen habe ich in andere Menschen? Wie viel Vertrauen habe ich in mich selber? Weil manche sind natürlich auch kritisch genug zu sagen, naja, wenn da nicht dieser Zeigefinger oder irgendwas da auch mich zeigen würde, dann weiß ich, würde ich mich da auch nicht, würde ich das, also wenn es nicht so gefährlich wäre, irgendwo eingesperrt zu werden wegen Steuerhinterziehung, dann würde ich sagen, ach, deswegen zahle ich jetzt auch keine 30%, 50%, 80%. Weil es ist ja auch immer die Frage, wo gucke ich mir an, wie tut es mir? Das Spannende ist ja zum Beispiel in der Steuerthematik. Die lohnabhängig Beschäftigten, die haben ja nie das Gefühl, das Geld, was ihnen so per Lohnsteuer einbehalten wird, je in der Hand gehabt zu haben. Jemand, der das Geld schon mal in der Hand hatte, es dann wieder weggeben muss, das ist ein ganz anderes Gefühl. Einem Kind, das, wo ich die Schokolade einmal rechts, einmal links gebe, die freuen sich alle beide. Gebe ich dem Kind eins erstmal beide Tafeln und sage, jetzt gib mal das wieder her und das gebe ich dem anderen. Dann wird das Kind viel saurer sein, als wenn es eh nur die eine Schokolade bekommen hat. Das ist schon so ein. Und das ist eben die Frage, wie gehen wir in der Gesellschaft miteinander um? Welches Empfinden haben wir füreinander? Teilen wir etwas, was wir schon bekommen haben? Geben wir etwas, was wir ohnehin, was uns eine Freude ist, weil wir einfach Dinge herstellen, wir arbeiten ja auch und zumindest der Gedanke ist ja, dass die Arbeit nicht einfach nur Arbeit des Arbeitswillens ist, sondern dass sie auch was erfüllt, dass wir in meinem Leben nicht nur, okay, das ist jetzt die schlechte Zeit, die muss ich jetzt machen, damit ich mit dem Geld, was ich in der schlechten Zeit verdiene, mir irgendwie eine schöne Zeit kaufen kann. Und deswegen, ein Bild der Gesellschaft können wir aus dem, was wir die letzten 20, 30 Jahre so erlernt haben, von wegen, okay, Steuerlast, Rentenlast, Sozialversicherungszahlungen, alles was da kommt, können wir uns eine Gesellschaft vorstellen, die ganz anders funktioniert, die tatsächlich so vielleicht funktioniert, wie es in der Familie funktioniert. Auch nicht alle Familien sind auch so miteinander, aber wenn man Hilfe braucht, zu den Eltern geht, zu den Kindern geht oder die Kinder zu den Eltern, Ureltern und so weiter, da ist ja auch so das Gefühl, ich gebe meinen Kindern was mit. Ich unterstütze meine Eltern, wenn es für die schwierig wird, wenn es mir besser geht als ihnen. Weil auch immer so dieser Gedanke, die Kinder sollen es mal besser haben. Das ist ja noch so ein Klassiker, ich weiß nicht, wie stark der heute noch verbreitet ist, zu sagen, ja, und ich habe nur die und die Ausbildung geschafft, nur sozusagen nur einen normalen Meister, bitte geh studieren, mach was Größeres, mach was Besseres. Aber da ist die Frage, aus welcher Intention eigentlich? Weil finde ich einen Zugang zu diesem Studiumszeug, zu sagen, ja, ich will Archäologe werden. Aber mit welchem Broterwerb? Das heißt, wie viele Archäologen brauchen wir, um alte Ruinen auszugraben, in der Vergangenheit zu wühlen und zu sagen, wer finanziert das Ganze? Weil das ist, also die Marktwirtschaft selber, so wie wir sie ja heute haben, was ist die bereit für einen Archäologen zu bezahlen? Aber was wären wir als Gesellschaft bereit zu erfahren, was unsere historischen Wurzeln sind? Soweit sie uns natürlich interessieren. Und das sind alles so einzelne Elemente, wo wir tagtäglich begegnen wir Menschen, mit denen wir in unterschiedlicher Form, in unterschiedlicher Intensität einfach eine Verbindung spüren. Und je nachdem diese Verbindung, ist es leicht etwas zu geben, manchmal ist es auch schwer etwas zu bekommen. Das ist, mir fällt sogar dieses Beispiel ein, wenn jetzt jemand auf Sie zukommt und es ist einmal die Mutter, und sagt, hier so, 5.000 Euro. Oder es ist ein wildfremder und macht genau das Gleiche. Von wem fällt es schwerer, was anzunehmen?
von dem Wildfremden, wo man vielleicht weniger das Gefühl hat, oh, entschuldigt ihn was, weil der verschwindet wieder aus meinem Leben, der wird nie wieder da sein. Die Eltern eventuell sehe ich einmal im Monat, einmal die Woche, ich telefoniere regelmäßig mit denen und dann, oh, ich habe von denen jetzt 5.000 Euro bekommen. Muss ich da nicht noch eine Gegenleistung bringen? Das heißt, fühle ich die Notwendigkeit, etwas zurückzugeben, oder freue ich mich, ihnen was geben zu dürfen, ohne mich verpflichtet zu fühlen? Es sind, weil wir in unserer Gesellschaft steuern, wenn wir an der Stelle anfangen, wir sagen erstmal, du musst Steuern zahlen. Warum? Wer entscheidet das? Und wer kann das von wem verlangen? Weil heute unsere Politiker haben irgendwann mal Gesetze erlassen, die gesagt haben, okay, man muss Steuern zahlen. Es ist halt natürlich eine Historie, es gab auch im Feudalismus die Abgaben, die Kirche hatte ihre Zehnte und, von wegen, was man Abgaben macht. Das heißt, es hat sich so langsam aufgebaut, aber die Steuersystematik wird an sich nicht mehr in Frage gestellt. Der Feudalismus ist inzwischen abgeschafft. Das heißt, diese Rechtsstruktur oder die Basis dafür ist gesagt worden, naja, also die Basis ist nicht in Ordnung, also nur weil du per Blutsbande mit irgendjemandem verwandt bist, hast du nicht das Recht, meinen Arbeitsvertrag zu bekommen. Aber dadurch, dass es jetzt nicht mehr in der Rolle läuft, sondern dass jetzt irgendwo auf dem Papier steht, ich muss das machen, warum ist es plötzlich gerechtfertigt? Weil wer hat diesen, werden in eine Welt geboren, in der diese Gesetze bereits existieren. Ich habe nicht mehr die Wahl zu entscheiden, hey, cool, finde ich in Ordnung, passt für mich, mache ich mit. Oder ich sage, lass mich doch mal überlegen und eben rausreden. So von wegen neue Systeme schaffen, neue Überlegungen machen, mach mal doch einen Cut. Und das schönste Beispiel, was ja schon am nächsten ist, ist die Rentenversicherung an der Stelle. Zu sagen, ich habe die Rentenversicherung seit über 100 Jahren von Bismarck mal eingeführt, so stufenweise. Die war früher privatrechtlich. Das hatte ich letztens erst wieder nachgelesen, weil Bismarck hat ja das, was aus den Gewerken kam, aus den Handwerken und so weiter, die hatten alle schon so ihre Vorsorge- und Versicherungskatzen. Aber nach und nach ist dann plötzlich eine Struktur entstanden, die übergemeinschaftlich war, die sich dann irgendwann mal als Staat, Nationalstaat, später dann Staat, jetzt heißt es Demokratie. Es ist halt einfach eine, tja, fast beliebig zu nennende Grenze, wo die Anzahl der Menschen, die da drin sind, definiert werden. Und die sind jetzt einer Rechtsstruktur unterworfen, die sagt, du hast jetzt so und so viel abzugeben für andere Menschen in dieser Gegend oder sogar über diese Gegend hinaus. Europa sagt, ja, Steuern aus Deutschland bitte in ganz Europa verteilen. Die Frage ist, mit welchem Bezug habe ich zu diesen Personen? Und auch Deutschland ist ja ein Flickenteppich. Gerade Augsburg ist ja auch sehr spannend. So von wegen, wo ist die Abgrenzung? Also wir sind ja, also Augsburg ist, definiert sich ja nicht als bayerisch, oder? Sondern es sind auch dann, auch fränkisch ist es nicht. Und diese ganzen Bezeichnungen, das heißt, die Ländergrenzen entsprechen nicht den kulturellen Empfindungen, den kulturellen Wurzeln. Das geht über in Baden-Württemberg, aber Schwäbisch ist dann, soweit ich weiß, ist Augsburg immer tendenziell schwäbisch, und wenn Stuttgart ist irgendwie, naja, Augsburg, also Schwaben sind die noch nicht. Und dann geht ein Haufen Grenzen los und man unterhält sich, wieso, aber warum eigentlich? Das heißt, auf welcher Verbindungsbasis brauchen Menschen eigentlich einen Kontakt zueinander, dass sie sagen können, hey, mit dir teile ich auch mein Einkommen. Weil das ist ja, die Frage ist, wie viel brauche ich für mich? Und ab welchem Status, ab welchen Vorstellungen bin ich bereit, das mit anderen zu teilen? Nur weil wir die gleiche Hautfarbe haben, nur weil wir die gleiche Sprache sprechen, nur weil wir in einem gleichen Klimaregion wohnen. Und deswegen die Frage ist eigentlich gar nicht, nach welchen Gesetzen, weil die Gesetze tun genau das Gegenteil. Weil in dem Moment, wo das Gesetz sagt, du musst, will ich nicht mehr. Das ist das Spannende an der Freiheit. Wenn ich mich freiheitlich für oder gegen etwas entscheiden kann, fällt es mir leichter zu sagen, okay, ich mach's, als wenn daneben steht, du darfst dich dafür entscheiden, aber wenn du es nicht machst, hast du ein paar auf dem Deckel. Dann mache ich irgendwas mit dir, dann sage ich, du darfst das nicht mehr, du darfst das nicht mehr, oder ich bestrafe dich regelrecht dafür, dass du mir nicht, dass du, ja, es sind ja dann keine Bedürfnisse oder Wünsche, sondern es sind nur Forderungen. Und wenn wir es im Privatleben anschauen, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, so, ich will jetzt von dir, und zwar sofort, du hast keine Option und du machst das jetzt. Wie freiwillig werde ich das machen? Werde ich mich dem Druck beugen? Werde ich erstmal murren und sagen, okay, ich mache das erstmal, und irgendwie hintenrum versuche ich das, die Arbeit so schlapsig wie möglich zu machen oder ihm irgendwelche Fallstricke reinzubauen und. Ich frage es ab welchen, wenn das sozusagen indirekte Handlung ist, würde es mir leicht fallen zu merken, wie mich das zerreißt, wie,
wie ich mich dagegen wehre, so etwas zu tun. Aber wenn es sozusagen stufenweise erfolgt, so wie dieser berühmte Frosch mit dem heißen Wasser, der Frosch in das heiße Wasser wird er sofort wieder rausspringen, aber wenn die Temperatur langsam angehoben wird, ist das Problem, dass er erstmal noch denkt, das halte ich noch aus, also naja, der denkt es nicht, aber ihm wird es nicht so schnell unangenehm, aber dadurch, dass die Stufen so langsam sind, ist er am Ende schon so stark geschwächt, dass er sich nicht mehr dagegen auflehnen kann. Und das ist die Frage, wie passiert heute die Steuererhöhung? Das Spannende, was ich immer wieder als unglaublich praktisches Beispiel sehe, ist die Steuererhöhung der Umsatzsteuer das letzte Mal. Es sind zwei Parteien angetreten. Die eine hat 1% geboten, die andere 2%. Irgendwie sind sie zusammengekommen und der Kompromiss zwischen beiden war 3. Naja, es ist halt spannend, ne? aber was ist dann in der Bevölkerung passiert? Es gab ein bisschen Mohren und Machen, aber welche Wege hätte es denn gegeben, das zu verhindern? Das heißt, wie hätte man nach der Wahl, nachdem man, wie es so schon heißt, seine Stimme abgegeben hat und vier Jahre die Klappe zu halten hat, im Endeffekt das noch wieder auflösen können? Und welche Partei müsste jetzt in der nächsten Bundestagswahl gewählt werden, zu sagen, okay, wir senken das wieder ab, weil das war nicht in Ordnung, dass das gekommen ist? Hat es irgendeine Partei in ihrem Programm, die Umsatzsteuer zu senken? Also, und da ist im Endeffekt das Problem, die Strukturstaat, die wir heute haben, er ist nicht unsere Gesellschaft. Wir sind unsere Gesellschaft. Aber der Staat ist nur ein Konstrukt, das wir geschaffen haben, um einen bestimmten Rahmen zu setzen, wie unsere Regeln in der Gesellschaft funktionieren sollen. Weil wir zumindest, ich gehe davon aus, es war die Überlegung, die in den Menschen, die dem durch Akzeptanz oder durch Nicht-Revolte zugestimmt haben, dass es diese Strukturen gibt, zu sagen, okay, das ist so organisieren wir unser Zusammenleben, weil es mir zu anstrengend ist, immer selber aktiv sein zu müssen. Ich nehme meinen Stellvertreter, die regeln das schon und ich vertraue denen. So, das ist vielleicht auf der Gemeindeebene und so weiter am Anfang noch ganz gut gewesen, aber je mehr Macht ich diesen Menschen gegeben habe und nur durch Toleranz, indem ich nicht gesagt habe, na Moment, stopp, das will ich überprüfen oder Moment, da will ich mitentscheiden, bevor ihr da was entscheidet, so haben sich diese Strukturen immer weiter verselbstständigt und wer stellt sie heute ausreichend in Frage? Das finde ich zum Beispiel gerade jetzt zur nächsten Bundestagswahl wieder spannend, wenn sich die Parteien am Ende der Wahl hinstellen und sagen, 70% waren vielleicht bei der Wahl, 30% waren nicht da. Und dann wird von Mehrheiten gefaselt und blablabla, aber über die 30%, jede Partei maßt sich an, für diese 30% sprechen zu dürfen. Und es wird auch im Bundestag kein Platz frei für diese 30%. Diese 30%, im Endeffekt die Aussage immer, man wird als Nichtwähler die Parteien wählen oder irgendwas, und dann, das ist gelogen. Weil ich habe kein Kreuz zu sagen, keiner von diesen bitte den Platz leer lassen. Ich möchte das Geld, was für diese meine Stimmen dort einrechnen wird, weil es sind ja irgendwie so, ich weiß mal, es waren 5 Euro oder so, die pro abgegebener Stimme. Aber pro abgegebener möglicher Stimme. Soweit ich weiß, ist nämlich die Parteienfinanzierung nach dem Anstieg irgendwann mal auch umgestellt worden. Das Thema, dass nur noch der Gesamttopf auf die abgegebenen Stimmen wiederum verteilt wird, sodass die Parteien im Genuss der vollen Wählerstimmengelder kommen. Das ist froh sein, wenn wenig Stimmen haben. Was? Dann müssen sie ja froh sein, wenn sie wenig Stimmen haben. Ja, eben, weil das Geld kriegen sie trotzdem. Sie sind nicht mehr abhängig davon, möglichst viele Wähler zur Wahl zu bringen, sie sind nur abhängig davon, dass sie mehr zur Wahl bringen als die anderen Parteien. Je mehr Nichtwähler das ist, und da wird es im Endeffekt spannend, weil meine Propagierung ist an der Stelle zumindest, in dem Sinne passiven Widerstand nicht hinzugehen. Weil damit, dass ich für irgendjemanden irgendein Kreuz setze, werde ich nichts ändern. Ich kann entweder eine Partei wählen, die zumindest mal ein bisschen Geld bekommt, oder sie im Endeffekt keine Sitze bekommen wird bei der 5%-Hürde. Oder alternativ, ich wähle eine von denen, die da mit drin sitzen werden. Ob sie an die Regierung kommen oder nicht, wird keine Rolle spielen, weil wie stark ändern sich die Programme oder wie stark werden überhaupt Programme eingehalten, nachdem die Regierungskoalitionsverträge geschrieben sind. Wie grün waren die Grünen in der Regierung? Und das Problem wird sich ja nicht auflösen, nur weil es mal wieder gewählt wird. Und auch wenn ein paar Leute wechseln und ein paar Ideale und ein paar, auch in den Grünen, wie ich letztens im Bericht gehört habe, mehr Leute sind, die zum Beispiel das Grundeinkommen als Idee unterstützen, hilft uns das nicht weiter. Weil da ist meine Kritik am Grundeinkommen. Lasst es nicht vom Staat machen. Auf keinen Fall. Weil das Thema Rentenversicherung bekommt man nicht raus. Wir haben da ein umlaufendes System. Im Endeffekt, in jedem privatrechtlichen Thema ist, Pyramidensysteme sind verboten, das ist sogar strafrechtlich relevant. Das Rentensystem ist in Ordnung. Aber die Systematik ist doch die gleiche. Nur die Faktoren sind langsam.
Das heißt jetzt, dadurch, dass die Kinder im Endeffekt weggefallen sind, habe ich jetzt immer weniger, die halt für die Leute zahlen. Aber die Struktur ist vom Pyramidensystem kaum zu unterscheiden, weil unten fließt Geld rein und einige empfangen es oben. Und an der Stelle, es ist zwar an der Stelle polemisch, aber die Systematik, weil die Frage ist der Ausstieg. Es gibt keine Ausstiegsklausel. Keiner, außer ich kann mich komplett verweigern, ich kann mich komplett aus dem Lohnsystem zurückziehen und finde dann noch Möglichkeiten, da auszusteigen. In Deutschland ist es möglich, weil die Selbstständigen teilweise nicht da hineingezogen werden. Die freien Berufe werden auch nicht direkt gefordert, um diese Rentenkasse einzuzahlen. In der Schweiz zum Beispiel ist es mit der AHV ein bisschen anders. Da werden im Endeffekt, ob es besser ist, auf jeden Fall ist die Schulterbasis auf jeden Fall breiter. Die Systematik ist dadurch mit einem niedrigeren Prozentsatz versehen. Die Frage ist halt aber eben, es bleibt aber trotzdem ein Zwang da. Weil auch in der Schweiz gibt es kaum Möglichkeiten, als regulär Beschäftigter dort auszusteigen. Das ist aber bei den Versicherungen der freien Berufe auch. Sie können nicht aussteigen. Das geht nicht. Oder sie verlieren die Möglichkeit, diesen Beruf auszuüben. Bei manchen. Sobald es Zwangskassen gibt, dann in jeweiligen Fällen. Das sind die meines Wissens alle. Bei den Ärzten, bei mir, ich bin Architekt, das ist überall. Sie können da nicht, wenn Sie eine Zulassung haben wollen, als Architekt hier zu arbeiten, müssen Sie da rein und müssen bezahlen. Ja, das ist genau. Das aussteigen können. Ja, da kommt dann wieder ein nächstes Spiel oder eine nächste Möglichkeit ins Spiel. Das heißt, diese, ja, ich weiß nicht, was das eigentlich rechtlich für Strukturen sind, Vereine. Aber jedenfalls, diese Strukturen haben vom Staat die Macht bekommen, zu entscheiden, du darfst oder du darfst nicht. Gibt es nicht in allen Berufen. Also ich bin, also anhand von Diplomen und so weiter, als Software-Entwickler kann ich auch frei arbeiten, weil es unter die freien Berufe fällt, aber ich falle nicht in diese Kassen. Ja, dann brauchen Sie keine spezielle Zulassung, die von einem. Ja, genau. Ich brauche keine Zulassung, weil meine Arbeit wird direkt genommen und ich bin auf Zertifizierung nicht in dieser Form angewiesen. Aber das ist eben genau das Thema. Die Frage ist, ja, haben Sie dann noch die Wahl? Das heißt, dadurch, dass der Staat an der Stelle Entscheidungen getroffen hat oder im Endeffekt der Verein in der Lage war, irgendwie im Staat genug Lobbyarbeit zu machen, ein Gesetz zu bekommen, zu sagen, hier, okay, exklusives Recht, genauso wie Notare, Anwälte und Ähnlichen, die haben exklusive Einkommensverträge, die durch den Staat geschützt sind. Die Frage ist, mit welchem Anspruch? Die Frage ist, warum ist ein Dokument mehr wert, nur weil ein Notar einen Stempel draufgesetzt hat? Mit welcher Berechtigung? Und wie gesagt, diese Frage kann man im Endeffekt an allen Stellen stellen, wo es heute irgendetwas gibt, wo es ohne eine Beglaubigung, ohne eine bestimmte Option, ohne irgendeinen bürokratischen Aufwand nicht ausreicht. Aber für wen? Im Privatrechtlichen, da reicht ein Handschlaggeschäft, da kriegt kein Mann danach. BGB und so weiter erlaubt jegliche Abmachungen so im Persönlichen, da braucht man den ganzen Zeug nicht. Das Einzige, was es braucht, ist Vertrauen. Wenn ich dem anderen nicht vertraue, werde ich mit dem kein Geschäft machen. Schon gar nicht auf Handschlag. Und deswegen ufern dann die Verträge aus. Deswegen bekommt man heute einen Vertrag, der hat Klauseln noch und nöcher für irgendwelche Sachen, nur weil man vermeiden muss, dass dieser Vertrag ungültig wird, dass irgendeine Klausel irgendwann gegen irgendwelches Recht verstößt, das ist ja auch noch der Irrsinn, dass die salvatorische Klausel deswegen drin ist, weil der Staat Gesetze ändert, gerade in Mietverträgen, das ist ja unglaublich spannend. Wie kriege ich einen Mietvertrag für einen Mieter, der 10 Jahre in der Wohnung wohnt, noch gültig? Das war ja irgendwann mal spannend, wo diese Klauseln oder die Rechtsprechung sich im Endeffekt geändert hat. Das sind nicht die Rechte, also nicht die Gesetze direkt sind geändert worden, sondern es haben sich die Rechtsprechung geändert in Bezug, wann hat der Mieter welche Renovierung in der Wohnung wie auszuführen. Und plötzlich hatte der Mieter, der vorher ja Klauseln hatte, von wegen pauschal alle 3-5 Jahre, das und das zu machen, und schwupp, durch die Rechtsprechung war diese Passage ungültig. Aber dann war der Mieter plötzlich zu gar keiner Renovierung mehr verpflichtet, sofern nicht ein neuer Mietvertrag zustande kommt. Und das ist ja die Überlegung, in welchem Umfang der Staat eine Rechtsunsicherheit schafft durch Regelungswut, die dann bestehende Vereinbarungen zwischen Menschen so im Endeffekt zerstört. Weil ich muss jetzt nicht nur auf den Menschen vertrauen, sondern ich muss darauf vertrauen, dass der Mensch in dem Moment, wo der Staat neue Regelungen irgendwie verursacht, dass der mir trotzdem den Verbrauch der Wohnung zum Beispiel trotzdem unterstützt. Dass ich da nicht auf den Kosten sitzen bleibe. Und ich kann mich ja nicht darauf verlassen, weil ich weiß nie, wie eventuell so eine Rechtsprechung weitergeht, wie sie sich weiterentwickelt und wie irgendwelche Vereine dann
Also eine Seite eben für die Eigentümer, Haus und Grund, die ja vertreten, die auch versuchen, viel in der Politik zu bewirken, dass die Rechtsprechung in die Richtung geht, dass sie vermieterfreundlich wird. Entweder weil in Deutschland so viele noch zur Miete wohnen oder weil das in Deutschland eben das Eigentum nicht so stark gestärkt ist, aufgrund verschiedener Entwicklungen, hat auch noch mit dem Zweiten Weltkrieg, mit der Zerstörung und so weiter zu tun. Aber heute auch wieder mit der Arbeitswelt. Wer will sich in einer flexibilisierten Gesellschaft, wo ich in einem Jahr nicht weiß, ob ich noch in diesem Bundesland überhaupt arbeite, vielleicht noch in diesem Land irgendwo noch eine Stelle finde, wer will sich denn da ein Haus oder eine Immobilie ans Bein binden? Und dann habe ich das Problem, Augsburg, München ist ja auch noch am stärksten. Die Frage ist, wo kriege ich denn jetzt Wohnraum her? Das heißt, ich habe jetzt keine Übersicht, wie knapp das tatsächlich in Augsburg ist. Ich weiß nur, dass in München inzwischen die Mieten erheblich gestiegen sind. Oder beziehungsweise auch die Immobilienpreise. Aber bauen tut wenige. Weil wer geht denn das Risiko ein, wirklich Eigentumswohnungen zu schaffen, die dann für einen Preis zu vermieten, wo ich eventuell nicht mal... Weil das eine ist ja immer so die Gedanke, die laufenden Kosten und ein bisschen Rendite zu erwirtschaften. Aber ich muss auch daran überlegen, wenn ich eine Wohnung für 300.000 Euro, heute jetzt in München wahrscheinlich noch mehr, gebaut habe, dann muss ich aber das Geld wieder angesammelt haben, nach meinetwegen 30 oder selbst wenn ich es 50 Jahre absetze, muss ich nach 50 Jahren 300.000 Euro haben, um die Wohnung meinetwegen wieder neu bauen zu können. Weil angenommen, sie müsste abgerissen werden. Und dann kommen heute noch die ganzen EEG-Gesetze dazu, die Energiegesetze. Mit welchen Dämmmaterialien, welche Ausbesserung, welche Sachen muss ich da erneuern? Was ich jetzt, das letzte Effekt, den ich an der Stelle mitbekommen habe, als ich mal bei meiner Familie war, die wohnen in einer Genossenschaftswohnung. Und da ist jetzt durch das neue Regelung von wegen Feuermeldern, die in den Wohnungen anzubringen sind, haben wir jetzt zwangsweise diese Teile in jedes Zimmer eingesetzt bekommen, weil die Genossenschaft als solches nicht dafür verantwortlich sein soll, die Regeln nicht einzuhalten. Weil sie ist ja im Sinne so noch ein bisschen Vermieterverhältnis und da wird im Endeffekt, werden die Menschen gezwungen, Leute in ihre Wohnung zu lassen, irgendwelche Sachen an die Decke zu bringen, was auch immer da drin ist. Also ich will da jetzt überhaupt nichts unterstellen, aber und dann sind diese Dinger noch mit Fernabfrage ausgerüstet. Das heißt, draußen fährt dann irgendwann ein Auto lang, macht mal Piep-Piep, weil die sind nicht, ob die aktiv sind. Das heißt, sie werden können per Fernabfrage, per Funk, also das Ding strahlt auch nochmal ständig ein Funksignal aus, ob das Ding aktiv ist. Und sowas ist im Endeffekt durch die Regelung, dass der Staat gesagt hat, Feuermelder sind Pflicht in allen vermieteten Wohnungen. Und das ist, also wenn man sich auf der einen Seite hinstellt für den Staat und sagt, ja, aber irgendwo muss er ja eingreifen, man muss ja Regeln setzen. So weit, dass jemand im Schlafzimmer einen Feuermelder haben muss. Also das an der Stelle wird, so an diesem kleinen Beispiel wird vielleicht vorstellbar, wie in welche Schwierigkeiten unsere Gesellschaft kommt. Weil ich überlege mir dann nicht mehr, ob ich aus Eigenschutz mir einen Feuermelder brauche, ob ich eine Feuerversicherung abschließe und. Nein, ich werde inzwischen dann dazu gezwungen. Und ja, man kann immer fragen, ja, aber wenn der Nachbar dann seinen Kaminofen da irgendwie befeuert und überhaupt nicht auf sein Feuer achtet und so weiter, dann brennt meine Bude mit ab. Ja, die Frage Eigenverantwortung. Wer denkt noch mit und übernimmt die Verantwortung für sein Handeln? Weil die Frage ist, wird er seine Wohnung eher abfackeln, wenn er weiß, er ist nicht dafür verantwortlich, Feuermelder ist da, ist doch scheißegal. Oder ob er weiß, okay, ich habe auch das Risiko, wenn hier was passiert, bin ich dran. Ja. Also ich habe Feuermelder in der Wohnung, ich wohne auch ganz normal zur Miete und dieses Ding piepst aber nur, wenn die Batterie leer wird. Ja, und sonst genau. Macht er nichts. Ja, ja, das ist eine freiwillige Angelegenheit gewesen. Ja, ich weiß, vorher war es freiwillig, aber es gibt eine neue Regelung. Bis 2014 oder 2015 müssen in vermieteten Wohnungen, ich weiß nicht, ob das Bundesland bezogen ist, weil das betrifft jetzt Sachsen-Anhalt, wo ich bei meiner Familie war. Kann sein, dass das unterschiedlich ist, habe mich da noch nicht weiter eingelesen, aber ich weiß, dass sie versucht haben, das zu verhindern, dass sie nicht wollten, dass diese Genossenschaft überall diese Dinge anbringt, aber die sind jetzt drin. Und sie haben im Endeffekt keine Möglichkeit gefunden zu sagen, nein, ich will dieses Zeug nicht in meine Wohnung, obwohl sie Teilhaber in der Genossenschaft sind, sozusagen Miteigentümer. Das heißt, sie sind nicht mal nur Mieter im Sinne, dass das ist ja fremdes Eigentum, sondern sie sind Miteigentümer. Ja. Der Knackpunkt scheint mir da zu sein, ich habe ja meinen freiwilligen Feuermelder da drin. Mhm. Und der meldet natürlich nichts nach außen, der ist nur für mich hörbar und für die Nachbarn eventuell hörbar, genau. wenn das so ist. Aber ich halte es für einen Trugschluss, wenn man das zu einem Sachzwang erklärt und wenn man daraus schließt,
dass alle Bürger in jeder Wohnung überwacht werden mit so einem Ding. Das, glaube ich, ist nicht der Kern der Sache. Wir haben ein Rechtssystem, wir haben einen gesellschaftlichen Konsens, wo nicht alle Leute auf einer Linie schwimmen. Ja. Das hat aber mit einem Sachzwang, der eine Folge unmittelbar nach sich zieht, gesetzmäßig, also nach naturwissenschaftlichen Gesetzen, überhaupt nichts zu tun. Ja. Es ist nicht naturwissenschaftlich irgendwie begründet, dass alle Leute überwacht werden müssen, weil ich freiwillig einen Feuermelder habe. Ja, also genau. Da ist aber die Frage ist, warum wird die Freiwilligkeit aufgehoben? Es gibt dort diese Regelung, die nicht nach Freiwilligkeit basiert. Der Feuermelder wird Pflicht. Und natürlich, Gesetze sind kein Sachzwang. Ich kann mich immer dagegen stellen. Ich habe immer die Option zu sagen, diese Gesetze sind mir scheißegal. Ich kann mich nicht mehr immer dagegen stellen, wenn ich ein Handy habe zum Beispiel. Oder wenn ich ein Handy habe oder wenn ich online gehe, dann kann ich mich nicht mehr immer dagegen stellen. Aber es ist nicht unbedingt so, dass das ein Sachzwang ist, der unbedingt so sein müsste, Und was die Gesellschaft akzeptieren muss, wie ein physikalisches Gesetz. Genau, darauf will ich ja hinaus. Also ich will jetzt also du willst ihm mal nicht zustimmen, das habe ich ja. Ja, genau, weil mein Punkt ist ja, ich will ja nicht den Staat größer machen, als er ohnehin schon ist. Ich sage nur, wir sollten uns überlegen, warum er so groß ist und nicht über, das ist eben sozusagen die Bilder meiner Vision für die Gesellschaft sind einfach zu sagen, wollen wir das? Ich will genau das in Frage stellen. Und genau dieser, es wird ja, in der Politik wird ja oft mit Sachzwängen argumentiert. Es gibt in der Politik keinen einzigen Sachzwang. Die Politik entscheidet nicht darüber, ob die Sonne aufgeht. Da gibt es einen Sachzwang. Das kann die sehr schwierig ändern. Aber alles andere sind gesellschaftliche Themen. Angefangen eben vom Geldsystem, vom Wirtschaftssystem, von den Umwelt umfassen, was es wem erlaubt, in der Umwelt gegen oder für die Allgemeinheit zu tun. Es gibt keinen Sachzwang. Ja. Aber daraus zu schließen, dass wir alle unterdrückt und überwacht werden, das halte ich für unzulässig. Ich sage nicht, dass wir komplett überwacht werden. Und ich sage auch nicht, dass wir komplett unterdrückt werden. Mhm. Noch ist die Steuerquote nicht bei 100%. Mhm. Die Frage ist nur, gibt es irgendwo einen stabilen Punkt zwischen 0 und 100? Das ist jetzt nicht. Ich weiß jetzt genau. Ist denn der freiwillige Feuermelder das Thema heute Abend oder was? Nein. Aber es gibt im Endeffekt, weil die Sachen, die ich mir vorstelle mit der freiwilligen Gesellschaft, sind genau solche Punkte. Weil, wie gesagt, es ist jetzt nur ein Beispiel gewesen. Ich will da gar nicht weiter tief einsteigen. Es geht nur darüber, das Thema Freiheit und Selbstverantwortung in den Blick zu nehmen und zu sagen, wie weit ist der Gedanke von wegen, dass die Menschen sozusagen zur Verantwortlichkeit gezwungen werden müssen, bereits im Staat integriert und bis zu welcher, also wie nah kommt mir das? Heute kann ich noch entscheiden, welches Hemd ich anziehe. War nicht immer so. Und die Frage ist, was sichert uns davor, dass es nicht wieder in diese totalitäre Regime geht? Weil das Ding Demokratie heißt, wie können wir uns wirklich gegen die Übergriffe schützen? Wie haben sich die zyprischen Eigentümer von Geld, von Sparguthaben gegen den Übergriff des Staates schützen können? Wie ist das verhindert worden? Jetzt weiß ich, wo Sie darauf hinaus wollen. Ja, okay. Es ist im Endeffekt nur ein anderer Punkt zu sagen, greift der Staat physisch in mein Leben ein, das ich sehe, greift er irgendwo in meinen Sparguthaben ein, greift er mich direkt an. Die Systematiken, das ist das Problem oder die Schwierigkeit es zu erkennen, ist an jedem Punkt zu erkennen. Jede einzelne Regel hat seine Vor- und Nachteile. Und man sagt, ja, natürlich, es ist doch selbstverständlich. Meine Güte, es sind hier und hier, in Würzburg zum Beispiel, gab es einen großen Brand und so weiter, der konnte nicht gelöscht werden, da ist ein riesen Dachstuhl und so weiter, da waren Millionen Schäden. Dann wäre natürlich in solchen Beispielen natürlich, wenn da mehr Feuerwehr und dies und das und die Feuerwehr schneller hin wäre und. Aber das löst sich damit nicht auf. Weil das sind nur Begründungen, irgendetwas durchzusetzen. Und es ist dann spannend. Auf der einen Seite, ich lasse jetzt das Thema mit dem Dings. Und gehe nochmal einen Schritt zurück, weil diese ganze Gesetzgebung kommt aus zwei Aspekten. Die Frage ist, habe ich ein Menschenbild und sage, der Mensch ist böse und muss kontrolliert werden und reglementiert werden, wie das schöner heißt, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Oder sage ich, der Mensch ist selbstverantwortlich. Er ist zwar seinem eigenen Nutzen unterworfen, aber er ist an der Stelle ein gemeinschaftliches Wesen.
Er mag egoistisch sein, aber das heißt nicht, dass immer der Egoismus auf Kosten der Gemeinschaft gehen muss. Die Frage ist nur, wann fühle ich mich so eingeengt, dass ich sage, jetzt ist es mir scheißegal, wie ich hier rauskomme und ich will jetzt mein Ding machen. Ich glaube, ich habe jetzt ein bisschen was verstanden. Ich habe mich über unsere verschiedenen Innenminister zu unterschiedlichen Regierungszeiten immer aufgeregt. Und der Unterschied war der, es gab da mal einen Innenminister, der wollte den Staat vor den Bürgern schützen. Und meine Auffassung war, dass er eigentlich die Bürger hätte vor dem Staat schützen sollen. Und das war der Grundkonflikt, warum ich diesen Kerl nicht leiden konnte. Der wollte den Staat gegen die Bürger verteidigen. Der nicht mit dem Grundgesetz unterm Arm rumlaufen wollte, war es der? Genau, aber dass wir eben, wie gesagt, auf die beiden Menschenbilder. Und da ist im Endeffekt immer bei sich selbst auch zu schauen, weil ich finde es zum Beispiel spannend in der Grundeinkommensdiskussion. Wenn da immer wieder die Frage gestellt wird, okay, glauben Sie, dass ein Grundeinkommen funktioniert? Und dann die Standardantwort, nein, weil ich würde ja arbeiten gehen, aber mein Nachbar nicht. So, aber diese Aussage kommt von 70% der Leute. 100% gehen nicht arbeiten, aber ich selber schon. Und das sagt jeder andere auch. Und das ist so immer dieses Spiel, welche Überzeugung habe ich von mir? Ich bin der einzige gute Mensch unter einem Haufen schlechten Menschen. Oder habe ich das Vertrauen, was ich in mich selber habe, zu sagen, ich mache das, es ist mir wichtig und ich habe auch einen Gemeinschaftssinn. Warum sollte der Nachbar den nicht haben? Weil ich ihn nicht kenne. Wir sind in einer entfremdeten Gesellschaft, wo ich kaum Bezug habe zu meinen Nachbarn, weil ich brauche sie ja nicht. Deswegen muss ich sie auch nicht kennenlernen. Dieses nette Bild aus der Gemeinschaft, aus der dörflichen Gemeinschaft, was noch auch wieder überidealisiert wird, wo das Thema ist, wenn die beiden Bauern zum Beispiel Maschinen geteilt haben, bevor dann jeder seinen Trecker haben musste. Das heißt, was hat die Gemeinschaft mehr befördert? Dass es möglichst viele Trecker gab, dass jeder selber machen konnte, oder dass die Leute sich zusammen abgesprochen haben, ich mache dann und dann das Feld und dann du und irgendwie Art Genossenschaft und so weiter, und das aber auf freiwilliger Basis. Weil im DDR-System mit den ganzen LPG und Genossenschaften, das war wieder eine andere Struktur, aber mit Freiwilligkeit hatte das nichts mehr zu tun. Und dann wieder eher eine Folge der Mangelverwaltung. Und da ist, wer von Ihnen im Endeffekt ist überzeugt davon, dass ein Grundeinkommen sinnvoll ist? Nicht, ob es möglich ist, nicht, ob es was bringt, sondern ob es wirklich sinnvoll ist. Die Frage ist, wie das da sieht, wie das aussieht. Ja, aber die Frage ist, das Grundeinkommen in dem Gedanken, in dem Bild, dass jeder Mensch hat ein Einkommen, ohne zu arbeiten und ohne zu irgendetwas gezwungen zu werden. Weil das war ja das Bedingungslose in dem Grundeinkommen. Das heißt, es gibt auch keinen Zwang zu arbeiten. Es gibt auch keinen Zwang, der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Das Einzige, was ich als Wunsch, auch nicht als Zwang definieren würde, ist, der Gesellschaft nicht zu schaden. Das wäre schon mal hilfreich. Heißt, nicht irgendwelche Bushaltestellen zu verwüsten. Aber da ist eben die Frage, hatte ich jetzt Einmeldung nicht gesehen? Also es, oder waren alle jetzt in der Zustimmung? Okay, aber da ist im Endeffekt das Bild. Wenn ich das jetzt wieder mit dem Staat verknüpfe, Thema Rentenversicherung, das gleiche Beispiel, so wie das Grundeinkommen heute aufgezogen wird, gesagt, wir machen jetzt eigentlich den Staat nur etwas effizienter, machen aber das gleiche System daraus. Das heißt, mit den beiden Tafeln Schokolade, die noch zwei Tafeln Schokolade produzieren, wird eine weggenommen, damit der andere eine Tafel Schokolade kriegt. Die Frage ist, wie lange wird dieses System stabil sein? So sinnvoll es ist, wie lange wird das System in der heutigen Gesellschaft, in der heutigen Wirtschaftsstruktur, wo es ja darum geht, ein Teil, wenn ich etwas produziere, möchte ich doch auch einen Vorteil davon haben. Ich bin egoistisch. Und ich trage jedem Menschen auch nach, dass er egoistisch ist. Das heißt nicht, dass er der Gesellschaft auf Kosten der Gesellschaft egoistisch sein muss, aber er muss seinen eigenen Vorteil sehen können. Ein System, das darauf funktioniert, zu sagen, ja, das große Ideal, wir haben alle dann mehr, wenn du einfach reingibst und erstmal wartest, was du später kriegst. Waren wir nicht vor 5 Minuten bei der Verabschiedung des Homo Economicus und beim Homo Socialis? Ja, genau. Und jetzt sind wir andersrum von der Argumentation? Nein, noch nicht. Die Frage ist im Endeffekt, ich arbeite nur mit den Bildern. Die Frage ist, wo will ich hin? Das eine ist, der Homo Economicus ist der in der heutigen Wirtschaftsgesellschaft, der existiert nicht. Der Homo Socialis existiert genauso wenig. Weil im Endeffekt beide Bilder sind Ideale. Das eine ist, da ist der Sozialismus dran gescheitert und das andere, da wird der Kapitalismus dran scheitern.
Weil er mit diesem... Sie hatten vor 5 Minuten auf die, jedem Mensch ist ein soziales Wesen, verwiesen, ja, als Argumentation. Es ist, mit dem sozialen Wesen meine ich aber nicht dieses Soziales von wegen, alle sind Wohltäter, sondern ich meine sehr wohl, dass da immer noch ein Egoist drin ist. Das heißt aber, das gemeinschaftliche, das soziale Aspekt im Menschen ist... Gesellschaftliches Wesen. Genau, das gesellschaftliches, andere, genau, ist gesellschaftliches Wesen. Ich brauche Nähe, ich brauche Berührung. Das Thema, dieses Experiment, was dann immer sehr gerne zitiert wird, mit den Kindern, die geboren sind und keine Streicheleinheit bekommen und einfach sterben. Weil sie, es geht nicht darum, etwas Geld zu verdienen. Geld brauchen diese Kinder nicht. Die Kinder brauchen nur Berührung, um am Leben zu bleiben. In dem Sinne sind wir ein soziales Wesen, weil wir können lange Zeit, also so ein Yogi irgendwo in der Höhle kann von etliche Stunden, etliche Jahre, ohne direkten menschlichen Kontakt sein. Aber wir können als Babys nicht ohne menschlichen Kontakt aufwachsen, weil wir sind zu hilflos geboren, und deswegen werden wir auch zu sozialen Wesen. Weil wir in einer Gemeinschaft aufwachsen und, ja, ich kann es nicht beschreiben, weil ich denke, jeder von Ihnen selber wird wissen, wie das Leben ist, wenn man sich einsam fühlt. Wenn kein Mensch da ist, der einen versteht, der Kontakt hat, das müssen gar nicht Berührung und Zärtlichkeit sein, das ist auch Empathie. Jemand, der einen versteht, jemand, der einem zuhört, jemand, der einen, für den man sichtbar ist. Das heißt, der Mensch gegenüber, der ihn entweder komplett ignoriert, oder ob ich jemanden finde, der mir sagt, hey, ich sehe dich und ich mag dich sogar. Das ist viel wichtiger als irgendein Auto, irgendeine Wohnung, irgendein ökonomisches BIP-Produkt, was in diesen Zahlen da drin steckt. Da steckt, nehmen wir jetzt mal Altenpflege weg, wobei die wahrscheinlich auch nicht sehr menschlich an der Stelle ist, ist in diesem BIP, sagt nichts darüber aus, wie glücklich sind die Menschen, wie zufrieden sind die Menschen. Da ist eben das Thema dieser Glücklichkeitsindex. Und deswegen, das Menschenbild ist, wenn man ihn auf irgendeine rationale Ebene stellt, ist total idiotisch. Auch das Soziale, der Mensch würde sich so überlegen und diese vergessen. Es gibt einen Grundkern, der ist egoistisch, aber dieser Grundkern Egoismus muss nicht gegen Menschen gerichtet sein. Man muss es nur im Endeffekt, ja, in welche Richtung wird es geleitet. Das heißt, wenn ich mich hinstelle und sage, ich belohne dich, ich bestrafe dich, dann erziehe ich den Menschen zu bestimmten Verhaltensmustern. Und dann tut er das nicht nur aus, das ist das Thema dann intrinsische und extrinsische Motivation. Unsere Gesellschaft ist sowas auf extrinsische Motivation ausgelegt, dass sozusagen diese inneren Bedürfnisse durch Mechanismen versucht werden zu erfüllen, die aber diesen inneren Kern nicht mehr zufriedenstellen können. Das heißt, ich bin in dem Sinne nicht gut, weil es mir ein inneres Anliegen ist, weil ich jetzt noch... Ich kenne die Sachen, ich war noch vorher in Frage, weil... Okay, aber eben, also das ist sozusagen das Bild. Das heißt, wir haben uns Strukturen geschaffen, mit dem Staat wiederum diese Strukturen verewigt, dass wir... Und das ist jetzt die Frage, ob man dieser staatlichen Struktur einen eigenen Geist, würde ich es mal nennen, andichten möchte. Der einfach durch die Strukturen, durch die Regeln, wie dieses System funktioniert, dafür sorgt, dass das, was ihn bedroht, das Ding, Thema, den Staat von den Bürgern zu schützen, weil die Bürger brauchen was anderes als der Staat. Der Staat braucht hilflose Einzelindividuen, die schwach sind. Weil schwache Menschen können mit Angst leicht kontrolliert werden. Menschen, die in sich ruhen, Menschen, denen ich keine Angst einjagen kann, sind ganz schwer zu kontrollieren, weil sie Entscheidungen für sich treffen und nicht nach dem Außen. Ich bin bisher davon ausgegangen, dass der mündige Bürger vernünftiger sein könnte und sich einen vernünftigen Staat aufbauen könnte. Das ist meine Vorstellung von Teilhabe und Beteiligung. Mhm. Vernunft ist soweit hilfreich, solange keine Angst da ist. Ich kann erst dann vernünftig sein, wenn mich nicht meine Instinkte leiten. Und deswegen ist im Endeffekt der Staat würde sozusagen gut, eventuell gut funktionieren mit vernünftigen Bürgern. Aber wo sind diese vernünftigen Bürger? Nicht in der Regierung, oder? Und die Frage ist, es ist ja nur ein ganz kleiner Teil, der da oben hinkommt. Warum kommen da nicht die vernünftigen Bürger hin? Das
sind teilweise auch vernünftige da oben. Das sind unten, ja, oben ungefähr gleich für vernünftige und unvernünftige. Und der Staat ist die Res Publica, was auch das allgemeine Gut beinhaltet. Also der Staat ist nicht nur der böse Moloch. Man kann über die Formen des Staates diskutieren, aber genau, das wirkt mir alles ein bisschen plump. Das gehört. Okay, dann machen wir es im Endeffekt anders. Die da oben tun ihr Bestes, was ihnen nach ihren Gedanken möglich ist. Sie tun, was man da gut ist, was man schlecht ist. Ja, die Frage ist aber eben trotzdem das Thema für den Menschen. Ein Staat, der eine Machtakkumulation darstellt, weil es das sein Machtapparat ist, können wir uns darauf einigen, oder? Und die Frage ist immer, ist jemand, der in diesem Machtapparat die Macht innehat, bereit, diese Macht zu teilen? Oder muss diese Macht, um sie zu teilen, im Normalfall von unten eingefordert werden? Das heißt, wird eine Bürgerbeteiligung im Sinne des Themas, zum Beispiel Bürgerbegehren auf Bundesebene, ist ja schon lange Thema, wird es wirklich über den Bundestag einfach so gegeben werden oder müssen genug Leute unten dafür kämpfen, dafür protestieren, dafür streiten, dass es kommt? Sind die ganzen Stufen, die diese Beteiligung mitgemacht hat, von den Privilegierten zu allgemeinem Wahlrecht für Männer, bis dann irgendwann die Frauen dazu geworfen, bis dann das Wahlrecht von 21 auf 18 abgezählt und unten. Das ist ja alles stufenweise Erfolg. Ist das alles von oben gekommen? Oder hat unten dieses Recht auch eingefordert worden? Gab es zumindest Organisationen, gab es Gruppen, die sozusagen in dem Fall auch diese Lobbyarbeit gemacht haben, dass sie gesagt haben, okay, wir sind bereit, dieses aufzusplitten und mehr daran zu beteiligen, diese Elemente oder diese Mitbestimmung bereitzustellen. Und das ist aber eben die Frage, auch wenn ich dann das auf breitere Schultern stelle, kann ich es gut als Illusion benutzen, weil damit kann ich die Stimmen verbreitern. Das heißt, es gibt unglaublich viele Stimmen. Die Frage ist, wer schafft es, diese Stimmen zu einem Interesse zu vereinen, das dem dort oben widerspricht und trotzdem mächtig genug wird, eine andere Meinung als das, was eben diejenigen, die Macht in den paar Jahren jeweils in der Hand haben, auszuheben. Das heißt, gibt es da tatsächlich eine Kontrolle dieser Macht? Ja, im Staats-, also in der Schule und so weiter wird erklärt, Gewaltenteilung, Judikative, Legislative, Exekutive. Okay, was davon ist jetzt nicht direkt mit dem Staat verzahnt? Was davon ist außerhalb des Staates? Was davon kontrolliert den Staat von außen? Ja, da gibt es inzwischen mehrere Faktoren, aber das ist, glaube ich, ein Thema für später. Ja, wie gesagt, das sind alles nur Sachen. Die Frage ist, noch wieder auf den Punkt zurückzukommen, der Staat als Konstrukt, hat der Interesse, wirklich Macht abzugeben oder Macht zu konzentrieren? Warum gibt es die EU heute? Keine Institution hat das von sich aus, Macht abzugeben. Keine. Genau. Und das heißt, wir sind immer, weil dann wieder die Frage davor, war das Frage zwischen 0 und 100%. Gibt es irgendwo ein Halten? Das heißt, warum sollte der Mächtige, sofern er dazu in der Lage ist und sofern nicht genug Gegenwind von unten kommt, nicht dafür sorgen, dass diese Schraube von 0 immer weiter auf 100% geht, von wegen im Thema Freiheit? Wie viel ist Selbstverantwortung möglich? Und wie stark kann ich an der Stelle selber entscheiden? Und das ist im Endeffekt das, weswegen ich, obwohl ich für ein Grundeinkommen bin, dagegen bin, dass es durch den Staat kommt. Damit nähere ich mich im Endeffekt auch dem nächsten Punkt, auch meinem Modell an, weil die Sache ist, wenn der Staat dieses Grundeinkommen beherrscht, kontrolliert, bestimmt, ist die eine Sache, die Frage ist, wird es funktionieren in dem heutigen System, nach der heutigen Steuer- und Abgabenstruktur, oder wird es die Einkommensbasis zerstören? Weil die Frage heute, Antragsthematik, wo wir es im Kleinen haben, Hartz IV, diese Sprung zwischen 400-Euro-Jobs bis zu einem regulären Einkommen. Diese Bandbreite dazwischen, es ist kein Ansporn da, weil da gibt es ja so einen Bereich, wo 90% des zusätzlichen wirtschaftlichen Einkommens an den Staat geht. Ich will das jetzt nicht im Detail, es gibt einfach diesen Sprungpunkt. Und wenn ich diesen Sprungpunkt sozusagen dann auf die gesamte Bandbreite ausdehne, von 0 bis 100, weil viele Modelle für das BGE arbeiten mit der 50% Steuerquote, das heißt, alle Einkommen, die ich mir erwirtschafte, arbeiten, ob ich das jetzt von dem Götz Werner nehme, mit 50% Umsatzsteuer, wo es dann sozusagen bloß an einer anderen Stelle passiert, oder ob ich das von der Einkommensteuer nehme, oder ob ich das durch andere Abgaben noch mit kompensiere, ich werde bei der Einkommensbesteuerung irgendwo bei 50% landen. Und das heißt, jede Arbeit, die ich mache, geht mir auf jeden Fall zu 50% weg. Das heißt, es ist die Frage, wie groß ist mein Anreiz, zu sagen,
also oder viel teurer muss meine Arbeit sein, dass es für mich lohnt, trotzdem zu arbeiten. Und deswegen habe ich für mich überlegt, okay, dieses erste Modell zu sagen, wie viel Freiheit kann ich im Staat verankern? Soweit Sie in den Arbeiten gelesen haben, damals habe ich mich auch noch sehr stark mit dem Staat identifiziert und gesagt, okay, lassen wir uns ein bisschen schlanker machen, so eben Steuerquoten von 10%, das heißt statt heute 30 bis 43 plus oder 44 jedenfalls plus 3 da irgendwo, jedenfalls irgendwo, und wir sind noch knapp unter 50, bitte bis zum absoluten Spitzensteuer. So, das einfach auf 10% Einkommensteuer runterzufahren und zu sagen, diese Einkommensteuer ist nicht einfach nur eine Steuer, die der Staat bekommt, sondern dadurch, ich darf sogar entscheiden, was der Staat mit dem Geld macht. Weil wer darf heute entscheiden, was der Staat mit meinen Steuergeldern macht? Ich habe da wenig Einfluss drauf. Ich kann da zwar jemanden in den Bundestag wählen, ich weiß aber nicht, über welche Regeln oder über welche Bestimmungen der da irgendwo abstimmt. Und ich kann auch nur sagen, nein, für diesen scheiß Panzer gebe ich keinen einzigen Cent aus. Und das finde ich jedes Mal nervig. Weil wer hat mich gefragt, ob ich irgendeine Kugel aus diesem blöden Krieg zahlen möchte? Und welche Partei müsste ich wählen, damit es aufhört? Also, damit es nicht nur, ja, es gibt natürlich Parteien, die haben das im Programm und sagen das und so weiter. Aber kommen die über die 5%-Hürde? Werden die etwas entscheiden können? Kriegen die 50%ige Mehrheit im Bundestag, im Bundesrat oder im Europaparlament? Beziehungsweise im Europarat, das ist ja auch noch die Geschichte. Das Europaparlament ist da auch nochmal ein schönes Beispiel dafür, wie Macht, die zwar gebündelt wird, aber nicht mehr in den Händen derjenigen, die entscheiden, also die wählen dürfen, sondern obwohl das Europaparlament jetzt inzwischen ein Initiativrecht hat, dürfen die ja viel weniger machen als der ganze Europarat, der direkt von den Regierungen wiederum gestellt wird. Und das ist im Endeffekt die Frage, weil statt die Beteiligung auf die Bürger runterzubrechen und die Bürger mehr zu beteiligen, passiert genau das Gegenteil. Das heißt, es wird sogar das Mitbestimmungsrecht der Parlamente bei den direkten Staaten wird entwässert und es wird auf eine Ebene gehoben, wo noch weniger Menschen direkt entscheiden dürfen. Und wie gesagt, ich will da auch gar nichts unterstellen. Das ist nicht meine Absicht. Also ich sage nur, hat eine Entwicklung bereits stattgefunden. Egal, ob da irgendwelche Schrittenzieher sind. Die Frage ist immer, wird diese Entwicklung sich irgendwann automatisch umkehren und die Gewalt wieder nach unten sickern? Ist die Schweiz ein Beispiel, dass die Menschen immer mehr mitbestimmen können? Weil die haben zwar diese ganzen Mitbestimmungsrechte, aber was nützt es ihnen dann im Moment? Wie stark wie stark wird die Schweiz sozusagen in die EU und in Verträge reingepresst, die selbst mit den Bürgerbegehren und so weiter unten nicht mehr auflösbar sind? Angefangen von Steuerrechten, Auskunftsrechten und Informationsabgaben. Und zu meinem Modell. Weil ich habe jetzt an ein paar Sachen schon angedeutet, dass ich es für unwahrscheinlich halte, dass das staatliche BGE-Modell, das über irgendwelche Abgaben funktioniert, auf Dauer funktionieren wird. Weil wenn wir Krisen haben, wenn wir Probleme haben, wenn die Wirtschaft gerade in dem schönen Abschwung ist, was fällt dann weg? Arbeitsplätze, Umsätze, Einkünfte. Das heißt, ein umsatzfinanziertes BGE, habe ich ein Problem. Will ich dann das BGE kürzen? Oder wo kriege ich es her? Will ich den Staat noch mehr verschulden? Soll ich es durch Staatsschulden ausgleichen? Das heißt, wie wird ein Grundeinkommen finanziert, wenn die Krise beginnt? Wenn es wichtig wird? Wenn die Leute nicht mehr arbeiten gehen können, um andere Einkünfte zu erwirtschaften. Wenn die Leute eigentlich einkaufen gehen müssen, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Genau dann brechen wir die Quellen weg. Arbeitsplätze, eben Umsätze in Unternehmen, weil natürlich, ich gehe weniger einkaufen, weniger konsumieren. Und dann ist die Spirale, wie kriege ich den Staat da raus? Wie halte ich dagegen diese Abwärtsspirale, bis das Grundeinkommen, bis der Staat entweder sagt, okay, ich kann nicht mehr. Ich nehme hier das, ich nehme da das, ich mache irgendwelche Verguckchen wie auf Zypern oder habe ich eine andere Option. Und da komme ich im Endeffekt mit meinem Gedanken und meinem Modell zu sagen, okay, ich steige aus dieser ganzen festgefahrenen Struktur aus und sage noch dazu, ich mache es privatrechtlich. Ich mache es genau auf einer freiwilligen Basis. Das kann ich Also da ist das Thema gesellschaftliche Parallelwährung, eine Währung, die unaufgesichert ist, die ich nur über das Grundeinkommen in Umlauf bringe. Das heißt, diese Währung ist gleichzeitig vom Schuldendienst, die kann nicht über Kredite geschöpft werden,
sie kann zwar verliehen werden, soweit Guthabendaten, also dann ist auch eine Parität zwischen Sparen und Weitergabe an andere da, aber ich komme nicht aus, im Endeffekt erstmal, dass das Geld nur in Umlauf kommt, wenn irgendjemand sich drin verschuldet hat. Und ich habe das, die Möglichkeit, eine Finanzierungsquelle zu finden, die komplett unabhängig von der wirtschaftlichen Konjunktur ist. Weil das Geld existiert immer. Es ist mal auf dem Konto, mal auf dem Konto, mal auf dem Konto. Aber jetzt unabhängig vom Schuldgeldsystem, wo es verschwindet, wenn ich die Schulden zurückzahle, gehe ich jetzt mal nur in der Definition. Das Geld selber ist, solange es auf dem Konto ist, kann ich es wechseln, wohin es will. Aber es bleibt sozusagen vorhanden. Nur bei jemand anders. Und wenn ich jetzt eben ein Grundeinkommen genau auf dieser Umlaufsicherungsgebühr, die ja sagt, okay, von 100 Euro nehme ich dir jeden Monat 1 Euro wieder weg und gebe den wieder jemand anders. Diese 100 Euro sind immer Euro. Ist natürlich jetzt schwierig, wenn ich das in Bargeld mache, weil da habe ich die Schwierigkeit der Kontrolle. Weil als diese Schwundgelder ja schon mal existiert haben und benutzt wurden, hat man das ja mit Klebemarken gelöst. Und da haben die Leute es auch angefangen, freiwillig zu machen. Das heißt, dieser ganze Prozess, also eben das klassische Wirbelbeispiel, kann ich auch nicht von ab, aber an der Stelle sind ja einfach nur ein paar Taler umgetauscht worden in diese Gutscheine, die dann von den Leuten, genauso wie die Stadt eben ihre Schulden hatte, hat sie die dann ausgezahlt und dann ist plötzlich Geld im Umlauf gewesen. Und mit dem Antrieb, es möglichst schnell loszuwerden. Das, was Geld eigentlich, oder besser zu sagen ist vielleicht, Geld hat zwei konträre Funktionen, die sich einander absolut widersprechen. Das eine ist, das schöne Spielmittel in der Wirtschaft, Umsätze zu generieren, von einer Hand zur anderen. Und das andere Problem, oder vielmehr das, was dann als Problem konträr ist, ist, ich möchte es sparen. Das heißt, ich möchte es nie wieder weggeben, bis ich es irgendwann brauche. So, wie funktioniert das jetzt? Wie gebe ich jetzt gleichzeitig das Geld als Umlaufmittel aus und sorge aber trotzdem dafür, dass ich das Geld spare? Es ist kein lösbarer Konflikt. Weil die Frage ist nur, muss ich das mit einem Geldsystem lösen? Theoretisch kann ich ja mehrere. Wir sind es inzwischen so gewohnt, dass es ein staatliches Geldmonopol gibt, so wie es ja viele staatliche Monopole gab und auch wieder gibt und manche wieder aufgelöst werden, manche scheinbar aufgelöst werden, wie auch immer. Dann wird halt, wenn das Energiemonopol aufgelöst wird, dann wird halt stattdessen EEG gemacht, womit ich dann wieder andere Geldumverteilungen schaffe. Und an dem Punkt kann ich ganz einfach eine Währung schaffen, die zunächst einmal den Kern unserer Gesellschaft, unseres Wohlstandes, den wir jetzt tatsächlich materiell, der materielle Wohlstand, der in Arbeit begründet ist, nicht mehr belastet. Das heißt, ich habe eine große soziale Absicherung, die allein über das Geld funktioniert. Und egal, ob ich das Geld ausgebe oder nur auf dem Konto liegen lasse, ich rede da jetzt noch nicht von Sparen, weil die Sparsystematik funktioniert dann ein bisschen anders. Ich kann auch dieses Geld sparen. Aber nicht, indem ich es behalte im Sinne von Horten, sondern nur, indem ich es jemand anders gebe, der mit diesem Geld im Moment etwas anfangen kann. Das heißt, dass jemand mit diesem Geld eine Maschine baut, eine Idee hat, etwas umsetzt, das wiederum der Gesellschaft irgendeinen Mehrwert bringt. Sei es, dass er ein Kunstwerk malt, sei es, dass er die nächste Revolution im Verkehrswesen sozusagen die ersten Prototypen baut und, und. Das Geld kommt jedenfalls wieder in Umlauf. Und das Schöne daran ist, diejenigen, die es in Umlauf bringen, das heißt, jeder Einzelne in der Gesellschaft, der das Grundeinkommen bezieht, hat an der Stelle nicht das Problem einer Schuldenlast. Weil heute, wenn ich mal das Bild male, wie das meiste Geld im Umlauf kommt. Das heißt, der Unternehmer geht hin, hat irgendeine Idee, braucht eine Finanzierung von der Bank, nimmt da irgendeinen Millionenkredit auf, baut da die Halle hin, fängt die Maschinen an, Arbeitsplätze und. Dann ist das Geld erstmal für ihn, hat er das Geld im Umlauf gesetzt, aber er hat gleichzeitig noch die Schuld bei der Bank stehen. Und jetzt muss er möglichst irgendwo muss er seine Produkte so umfassend bewerben, verkaufen, irgendwas, damit er diese Millionen wieder reinkriegt, plus die Zinsen. Und da sind wir dann ja auch wieder bei der Frage nach dem Zinsthema. Das heißt, haben wir heute genug, zu wenig oder zu viel, um unsere persönlichen Bedürfnisse zu decken? Das heißt, ist das alles, was heute produziert wird, an Gütern, an Waren, an Gegenständen, ist das wirklich für uns? Also im Sinne, befriedigt es unsere Bedürfnisse? Natürlich ist immer die Sache, dieses nette Thema, vom Handy hat er keiner gewusst, was er ein Bedürfnis nach dem Handy hat.
Also man mag ja an einer bestimmten Stelle auch sagen, okay, Mobilfunk und so weiter, Flexibilität, ja, das ist ein schönes Bedürfnis, aber was ist jetzt der Unterschied im Bedürfnis zwischen dem iPhone 3 und dem iPhone 4? Also die Sache ist, warum brauche ich dieses neue Gerät in einem Jahr später? Also was hat sich an meinem Bedürfnis so stark geändert, dass ich dieses neue Produkt brauche? Das heißt, das Bedürfnis nach Mobilität, nach Flexibilität war doch mit dem alten auch schon erfüllt, oder? Also, und da ist immer die Frage, wie viele dieser Bedürfnisse sind diese Bedürfnisse, die uns im Herzen erfüllen, in unserem innersten Selbst und uns wirklich als, ja, ich möchte ungern diese Bedürfnisse irgendwie unterscheiden, aber im Endeffekt tue ich es doch, weil das eine ich als Illusionsbedürfnisse betrachte. Das heißt, die Werbung leitet zum Beispiel unser Bedürfnis nach Nähe und Kontakt um, in, ja, mit dem Handy, du bist immer mit deinen Freunden in Kontakt. Und dann schaue ich mir sowas wie Facebook an. Und was ist in Facebook? Da kann ich 100 Freunde haben. Wer von denen wird mir helfen, wenn das ganze System mal ein bisschen kollabiert und sagt, okay, Supermärkte sind leer. Wer teilt mit mir sein Brot, wenn er weiß, dass er morgen keins mehr kriegt? Wie viele von diesen Facebook-Freunden werden das machen? Und da kann man sich dann mal die Frage stellen. Das heißt, sind unsere Bedürfnisse mit diesen ganzen Gütern, mit dieser ganzen Werbung, die damit, die Werbung arbeitet nicht rational. Und wenn die Werbung nicht funktionieren würde, hätte sie aufgehört zu existieren. Das heißt, die Werbung ist immer ein Kompromiss. Sie arbeitet mit Emotionen, sie arbeitet mit Manipulation. Die Frage ist, wie bewusst bin ich mir, warum ich etwas kaufe? Glaube ich, dass ich etwas kaufe, weil ich ein Bedürfnis habe, weil ich glaube, dass es ein Bedürfnis erfüllt, weil ich rational überlegt habe, ja genau, ich brauche jetzt genau aus diesen und jenen Gründen und deswegen habe ich mir das durchgerechnet und das ist die Kalkulation und deswegen rechnet sich für mich die Anschaffung von diesem und jenem Auto. Oder habe ich das Auto gekauft, weil es einfach super geil ist und einfach ich damit über die Straßen wandern kann. Das heißt, warum brauche ich ein SUV in einem Land wie Deutschland? Wo sind diese verfluchten Schlaglöcher und sonst was, mit denen ich da einfach drüber wandern kann? Und das ist im Endeffekt das Thema, weil warum bin ich auf diesen ganzen Punkt eingegangen? Die Frage ist, warum werden wir mit dieser Werbung überflutet? Warum werden wir zu dem Konsum angeleitet? Und da ist eben die Frage, der Unternehmer muss seine Produkte absetzen. Er muss dieses Geld auf den Markt wieder reinholen, weil ihm die Bank im Nacken sitzt. Und die Bank sitzt ihm nicht nur für seine Schulden im Nacken, das wäre vielleicht noch ausreichend. Aber die Bank sitzt ihm auch wegen den Zinsen im Nacken. Und die Zinsen machen im Endeffekt den Kollaps in unserem ganzen Wirtschaftssystem. Weil sie keinen Stopp zulassen. Weil sie nicht zulassen, dass an irgendeiner Stelle gesagt wird, okay, jetzt habe ich genug, mehr brauche ich nicht. Weil die Zinsen verschwinden nicht, wenn ich genug habe. Und die Frage ist natürlich, Gesell hat vor 100 Jahren schon, das ist ja vielleicht 100 Jahre her, sich die Sachen schon überlegt und Gedanken darüber gemacht. Das heißt, die Erkenntnis daraus ist nicht neu, dass der Zins einen Effekt hat. Auch Keynes hat diesen Effekt durchaus auch beachtet und daran gedacht. Und auch egal, wie sehr man Keynes heute, seinen Namen eigentlich aus meiner Sicht missbräuchlich verwendet, er hat schon gedacht, Gesell ist auf dem richtigen Pfad. Das hat er in seinem Buch drin. Er hat ihn ja persönlich erwähnt an der Stelle. Aber was ist aus Keynes gemacht worden? Gib Geld aus und halt die Wirtschaft am Laufen. Und das hat sich der Staat auf die Fahnen geschrieben. Und was hat der Staat als zweites gemacht? Die Frage ist natürlich auch, warum? Warum hat er das Geldmonopol eigentlich, also er hat zwar ein Geldmonopol in dem Sinne, dass es nur eine gesetzliche Währung gibt, aber warum hat er das Geldmonopol eigentlich aus Rat gegeben? Bei der Fed sieht man es natürlich stärker, weil hier auch eine Privatbank ist, das heißt, wieder der Dollar in Umlauf kommt. In Europa ist es keine Privatbank, aber trotzdem kann der Staat nicht sagen, okay, ich gebe dieses Geld aus, bringe dieses Geld in Umlauf, weil der Staat hat ja ein Gesamtbudget, hatte ich letztens erst wieder, von über 1 Billion. Das heißt, die Hälfte des BIPs ist sozusagen, läuft irgendwo einmal durch staatliche Hände, sei es über Sozialversicherung, sei es über irgendwelche Ausnahmen, sei es über irgendwelche Regelungen. Und an der Stelle ist die Frage, warum macht er das über Schulden? Warum verschuldet sich überhaupt ein Staat? Selbst wenn ich ein Kreditsystem als okay und als notwendig betrachte und sage, okay, es soll das so funktionieren, warum hält sich der Staat daran? Weil er ist doch der Gesetzgeber. Und da ist dann wieder die Frage, ist den Bogen.
Der Staat hatte die Macht, Steuern anzuziehen. Und wie heißt es so schön, die Steuern und der Tod ist das Einzige, was sicher ist. Das heißt, wenn ich einen Staat dazu bringe, mein Geld zu leihen, das heißt, dass der Staat mir dieses Geld schuldet, habe ich eine hundertprozentig sichere Quelle. Hat man ja gesehen. In Zypern, wem sind die Sachen genommen worden? Den Sparern oder den Gläubigern des Staates? Wer von beiden bekommt jetzt welches Teil vom Kuchen? Das heißt, derjenige, der 100.000 Euro eben mehr angespart hat, aufgrund welcher Situation auch immer, oder derjenige, der der Gläubiger des Staates ist, wer ist der Stärkere und warum? Und da ist jetzt in diesem Mechanismus genauso drin, wie in vielen anderen Geschichten. Wie gesagt, das ist nur ein Effekt, dass der Staat selber sich diesen Zinsdiktat verwirft. Meine Option zu sagen, okay, wie Gesell mit der Unterversicherungsgebühr, lass uns das mit einer Parallelwährung lösen, als Finanzierungsquelle für das Grundeinkommen. Und dann auch privatrechtlich. Zu sagen, da ist der Punkt, privatrechtlich, heißt, ich entscheide, ich nehme diese Parallelwährung, die kein gesetzliches Zahlungsmittel ist, oder eigentlich und, weil es gibt keine Notwendigkeit, auf Euro zu verzichten, ich kann beide Währungen in Umlauf lassen. Das Spannende ist jetzt nur, was passiert, wenn zwei so unterschiedliche Währungen im Umlauf sind. Weil ich habe ja schon gesagt, das eine, Geldfunktion ist, umzulaufen. Das heißt, ich bekomme dieses Geld und gebe es wieder aus. Für die Waren und Güter, die ich brauche. So, wenn jetzt parallel der Euro da ist, der ist gut zu sparen. Der hat, wenn ich den auf dem Konto liegen lasse, passiert da erstmal nominell nichts. Der kann, mit Inflation kann ich die lasse ich jetzt mal außen vor, aber das Guthaben wird ja nicht kleiner. Und hier habe ich die Währung, ja, wo mir jeden Monat 1% verloren geht, wenn ich sie nicht jemand anders gebe, um was von ihm zu bekommen und damit dann dieser Gebühr zumindest entgehe. Die Frage ist nur, also jetzt rein von der Überlegung, ich weiß natürlich nicht, wie es genau auslaufen wird, aber eine Währung, die ich ja nicht ausgebe, worüber bekomme ich sie dann noch? Das heißt, ich arbeite für ein Unternehmen, das angefangen hat, diese Parallelwährung, diese Grundeinkommenswährung, seine Produkte dafür zu verkaufen. Weil es funktioniert ja nur privat, das heißt, es nennt sich dann warengedeckte Währung. Das heißt, es gibt keine Euro-Kopplung oder Euro-Deckung für diese Währung, sondern nur das Versprechen von Unternehmen zu sagen, okay, ich bin bereit, 1000, also Waren im Wert von 1000 Euro, von 5000 Euro jeden Monat in dieser Währung an Menschen abzugeben. Dafür bekommt ihr diese Parallelwährung. So, je höher dieser Anteil in einem Unternehmen wird, desto eher müssen die dann sagen, okay, Mitarbeiter, ich zahle dir monatlich 2000 Euro bisher. Bisher hatte ich 100% Euro-Einnahmen, jetzt habe ich zwar 120% Einnahmen, aber davon sind, also weil eben dieses Grundeinkommen ist ein zusätzliches Geld geschaffen worden, das heißt, es erzeugt zusätzliche Umsätze für das Unternehmen, weil danach, also ich weiß nicht, ob das soweit klar ist, wenn diese Parallelwährung als Grundeinkommen ja dazukommt, als neue Währung. Ich sollte ja nicht, im Gegensatz zu vorher mit der Schokolade, nehme ich sie erstmal nicht weg, sondern die Institution, die dieses Grundeinkommen verwaltet, schafft das Geld ja selber. Total, da bin ich jetzt noch nicht drauf eingegangen. Diese Grundeinkommensinstitution geht einfach her und nimmt irgendwelche Blätter Papier und schreibt dann jetzt sozusagen, also ich fange einfach an mit 100 Einheiten in der Parallelwährung, die also 100, eine Kaufkraft von 100 Euro haben, schreibt es auf ein Blatt Papier, damit bekommt derjenige einen Geldschein und geht dann zu dem Unternehmer und gibt für den die Waren. Und du wolltest da eigentlich eher eine Chipkarte, hatte ich den Fall. Ja, ich wollte es jetzt nicht gleich im elektronischen System machen. Genau, also so von der Systematik her mit der Chipkarte, Moment. Um das dann, weil die Chipkarte ist immer etwas, das ist so bloß mal ein so kleiner Entwurf. Das ist dann sozusagen so eine Karte, kann ich gerne mal rumlaufen lassen. Da wo im Moment dieser schwarze Punkt ist, sozusagen dann dieser Chip drauf, den man heute einfach als Geldbörse und sowas auch benutzen kann. Und da ist sozusagen der Punkt, diese 100 Euro, die ich in dieser Parallelwährung bekomme, kommen immer dazu. Das heißt, werden ja neu geschaffen von der Institution und durch die Gesellschaft. Weil eben, wie ich ja gesagt habe, es ist feindlich. Das heißt, wir hier als Gruppe, sowie auch die Tauschringe und Taler und die Parregionalwährung sind ja auch alles freiwillige Zusammenschlüsse von irgendwelchen Menschen, die bereit sind, dieses Geld zu akzeptieren und dafür Waren rauszugeben. Also, und dann zurück zu dem Unternehmer, der jetzt zwar von seinem vorigen Umsatz jetzt 120% hat, aber der hat jetzt 40% von seinem, also eben so von 80 bis 120, so dieses Stück, ist jetzt nur noch diese Parallelwährung.
Jetzt kommt er langsam mit Schwierigkeiten, seine Steuern in Euro zu bezahlen und seine Löhne in Euro zu zahlen. Über die Steuern wird er wahrscheinlich weniger schnell wegkommen. Die muss er weiterhin in Euro zahlen, weil der Staat wird sich schwer auf so ein Ding einlassen. Aber seine Mitarbeiter muss er jetzt fragen, okay, du hast vorher 2.000 Euro bekommen. Ist es okay, wenn ich dir jetzt 1.500 Euro zahle und 500 Einheiten in der Parallelwährung? Und so ist nämlich, also zumindest ist das mein Bild, wenn diese beiden Währungen parallel sein werden, dadurch, dass jeder auch den Anreiz hat, erstmal diese Währung auszugeben, diese mit der Umlaufsicherung, werden immer weniger Euros im Umlauf sein. Das heißt, ich habe immer weniger Quellen, womit ich überhaupt Euros beziehen kann. Deswegen kann ich heute auch schwer sagen, wie lange ist der Euro tatsächlich noch im Umlauf. Er existiert weiter, so wie heute auch. Die Geldmenge wird vergrößert, das Geld kommt auf irgendwelche Konten und bleibt da statt ein Jahr, bleibt es inzwischen 2 Jahre liegen und. Aber das ist im Endeffekt das Bild, was mir an der Stelle wiederum egal ist. Weil je mehr ich diese Parallelwährung wiederum in die Wirtschaftswelt schaffe, habe ich eben genau das Thema, dieses Schuldgeldsystem zu verdrängen. Ich weiß nicht, ob dieses Bild sichtbar und logisch ist oder ob ich irgendwie es anders erklären soll, um verständlich zu machen, dass ich mit der umlaufgesicherten Währung, die ja auch ein Gegengewicht zum Zins ist, an der Stelle auch sagen kann, okay, damit kann ich diesen Zinsdruck, also für mich ist das immer die Verbindung, Schuldgeldsystem, Zinsforderung, die im Endeffekt an den Schulden mit dranhängt, die wiederum dazu führen, dass Unternehmen diese Umsätze steigern müssen. Weil sie müssen diese Umsatzsteigerungen machen, damit sie am Markt überleben können. Und wenn der Markt eben schon voll ist, das heißt, es geht nur noch über Verdrängung, ist das das einzige Mittel, womit ich steuern kann. Entweder Wachstum oder Aufgehen. Und das ist ein Problem, was genau unseren Planeten kaputt macht. Weil wir haben begrenzte Ressourcen. Wir können zwar eventuell irgendwann versuchen, Mond und Mars irgendwie einzubeziehen, aber es wird nicht funktionieren. Es wird dieses Thema des unendlichen Wachstums, was ja immer wieder auch durch die Sachen geistert, auf der einen Seite wird es in Frage gestellt, auf der anderen Seite, ja, dann machen wir das Wachstum halt in irgendwelchen, dann machen wir das nicht materiell, sondern machen wir die Ressourcen irgendwie ein bisschen anders, nutzen die Ressourcen effizienter und. Aber nur weil ich die Ressourcen effizienter nutze, aber immer noch jedes Jahr doppelt so viel verbrauche, bekomme ich keine Einschränkung. Und das ist, da finde ich immer diesen Ausspruch so schön, es sind im Endeffekt alles auf diesem Planeten. Es ist genug da, um alle Bedürfnisse von allen Menschen zu befriedigen, aber nicht die Gier von einem einzigen. Und an dem Punkt ist nämlich genau dieses Zinsgeldsystem treibt einfach diese Gier. Es unterstützt dieses unglaublich, dieses Ansammeln. Und da ist auch wieder die Konzentration von Macht. Weil Geld bedeutet heute ebenfalls Macht. Weil wenn hier jetzt alles voll Torten stehen würde und ich einfach nur essen würde, irgendwann mir würde schlecht werden oder ich würde sonst was, aber ich könnte mit diesem Tisch mal angenommen, der wird immer wieder nachgefüllt. Irgendwann bei Schluss. Kommt hier Geld rein, gibt es keine Grenzen. Weil warum sollte ich auf den nächsten Euro verzichten? Dieser nächste Euro ermöglicht mir, entweder jemanden zu kaufen, jemanden zu bestellen, das und jenes für mich zu tun, das zu produzieren, ihn zu überreden, doch meiner Meinung zu sein und. Geld ermöglicht mir unglaublich viele Möglichkeiten. Und heute funktioniert sehr viel über Geld. Und wenn ich das so erzähle, möchte ich nicht verstanden werden, als dass ich das anprangere. Sondern es ist nur die Sache, ich verstehe das System so und ich sehe die Probleme, die dieses System mit sich bringt, die das System selber aber nicht lösen kann. Das heißt, erst wenn ich es schaffe, aus diesem System auszusteigen, kann ich sozusagen das Mindset, die Gedankenwelt der Menschen wieder erweitern. Weil solange sie in dem System in dem Sinne gefangen sind, weil sie die Perspektiven gar nicht mitbekommen, weil sie keine Informationen bekommen, wie sie in diesem System verhaftet sind. Das heißt, wer kann heute sich überlegen, wie ist mein Arbeitsplatz mit der Globalisierung verknüpft? Was ist das, was ich produziere? Welche Auswirkungen hat das auf die Welt? Ist es für mich, also habe ich zum einen die Zeit, mich darüber Gedanken zu machen? Habe ich den Willen, darüber mich Gedanken zu machen? Oder bin ich so im Hamsterrad, dass ich so erschöpft bin, dass ich froh bin, wenn der Tag vorbei ist, der Freitag vorbei ist, ich 2 Tage habe, um Luft zu schnappen, wo ich hier oben zwar nicht zur Ruhe komme, aber ich zumindest das Gefühl habe, ich lebe noch irgendetwas selbstbestimmt.
weil ich muss nicht nach Stechuhr aufstehen, ich muss nicht 8 Stunden am Tag das machen, ich muss nicht hier zu einer Behörde, hier irgendeine Abgabe erfüllen, da meine Steuererklärung machen, darin sind die Kinder von der Schule abzuhören, weil es alles fest getaktet ist, es gibt die Flexibilität nicht, dass ich da was anderes entscheiden kann und. Das heißt, wie frei erlebe ich mich in meinem Leben? Oder, um den Kreis wieder zu schließen, wie eng erlebe ich mich in meinem Leben? Was empfinde ich tatsächlich als Sachzwang heute, zu sagen, wie oft kommt mir das Wort über die Lippen, ich muss noch das machen? Ich erinnere mich noch an deinen letzten Satz in der Mail, wo du gesagt hast, ich muss jetzt noch mit den Kindern raus, aber ich will, hast du noch in Klammern geschrieben. Und das ist genau der Punkt. Kommt nach dem, okay, der Gedanke, ich muss, kommt relativ häufig. Ich muss noch dies, ich muss sagen, ich habe keine Zeit. Kommt zumindest noch der Gedanke? Kommt zumindest noch der Gedanke zu sagen, ich will das selber? Ich will das, weil es mir aus irgendeinem Grund wichtig ist und nicht, weil ich die Strafe fürchte, sondern weil ich damit mein Bedürfnis erfülle. Oder erfülle ich damit wieder zurück zu dem Punkt der Angst? Erfülle ich diese Sachen alle nur, weil ich Angst habe, davor bestraft zu werden? Deswegen, Angst ist ein sehr wichtiger Faktor, weil wir haben zum einen, wer ist wirklich bereit, jemand gegenüber auf der Straße zu sagen, du, ich habe Angst. Jemand zu begegnen, in die Augen zu schauen, mitten auf der Straße zu sagen, von mir aus einer wildfremden Person, weil nahestehend ist vielleicht noch schwieriger, einzugestehen, ich habe Angst, ich weiß nicht, was morgen sein wird oder ich weiß dieses und jenes nicht. Sondern dann ist es lieber zu sagen, ich muss noch dies, ich muss noch das und die Angst wenigstens nicht zu spüren. Vor den Konsequenzen, die vielleicht es bedeuten würde, wenn ich mich mit meinem Leben so tief auseinandersetze, zu sagen, wenn ich meinen Kindern tatsächlich noch eine bessere Welt ermöglichen möchte, wenn dieser Gedanke noch wach ist, ist es notwendig, auf diesem Hamsterrad aus vielen Elementen einfach auszusteigen. Die Frage ist nur wie, die Frage ist nur wann, an welchen Stellen. Also ich habe jetzt sehr viele von den Punkten angesprochen. Genau, also ich würde an der Stelle jetzt den Vortrag einfach schließen, weil, wie gesagt, ich habe jetzt alle Punkte, die wichtig waren, miteinander verknüpft. Nicht in der Tiefe, nicht im Detail, aber je nachdem, wo da Fragen oder Verständnisthemen sind, können wir das gerne noch ansprechen. Okay, danke.